Kaum hat man Teil 1 gedreht, surft im Internet, schon haben sie wieder neue Sachen angesammelt für unsinnige Aussagen von Möchtegern-Fans. Viel Spaß! Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Beim letzten Mal hat ihr von der PM erzählt und aber noch ein sehr interessanter Abschnitt. Nämlich, dass ihr doch vorsichtig sein solltet, wenn ich in den kommenden Jahren auf Leipzig Buchmesse gehe. Wegen meinem alten Lollipop Schulterhorn Video und da auf der Buchmesse im Manga-Bereich sind nur Leute, die Lollipop Schulterhorn hassen und die hassen auch die Fans. Und ja, deshalb gibt es auf der Buchmesse Lollipop Dark Bakura, Lollipop Squads, Lolliposter, Lollipfiguren, auf der Fachmesse manchmal Lollimanga. Deshalb kaufen sich die Sachen auch so gut. Ja, wenn ich Sachen nicht mag, die Sachen kaufen wir dann auch immer. Ja, ist ja ganz normal, dass wenn man was nicht mag, dass man sich das dann auch kauft. Also ja, da wimmelt es ja nur so von Lolli und Schulter von Feinden. Okay. Ja, genau. Und deshalb, ja, wie gesagt, ich kaufe mir auch irgendwie Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Punkt 2 ist, japanische Manga wären alle gleich groß. Das hatte ich auch mal gehört. Ja, gleich groß. Genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Fairy Tail ist gleich One Piece, darauf bin ich schon bei meiner Fairy Tail Manga Vorstellung eingegangen. Das ist vollkommener Quatsch, nur weil es hier Zeichenziele, Story und Co. sind. Anders und zum Verfressen schon ein Hauptcharakter, der am Ende den Tag rettet, den haben wir wie gesagt in jedem Item schon. Da weiß man, wann man hat. Und es ist auch schön, wenn sich das Zeichenziel ein bisschen ähnelt, denn so hat man zwei schöne Zeichenziele und das sollte uns doch alle freuen. Manga Love Story ist ein Hentai, dazu habe ich ein Video gemacht, aber das gehört einfach nicht zum Video rein. Und kommen wir auch schon zum letzten Punkt, nämlich, wer Naruto, Bleach und One Piece nicht liest, ist kein Anime-Manga-Fan, kein richtiger beziehungsweise. Genau, ich lese zwar auch One Piece, allerdings bevor ich One Piece angefangen habe, das war letztes Jahr, dann mit diesen ganzen Shonen, mit diesen drei Shonen Manga Audio gegangen gut. Und ich war, ich war trotzdem schon Anime- und Manga-Fan, das hat meine Sammlung schon bewiesen. Und ja, ich frage mich immer auf so einen Gedanken, man muss doch Naruto, Bleach oder One Piece nicht lesen, um Anime-Manga-Fan zu sein. Das ist doch, ich sag doch auch nicht, ihr müsst jetzt alle ganz lesen, sonst seid ihr keine Anime-Manga-Fans. Ihr müsst Papa Kiki lesen, sonst seid ihr keine Fans, oder? Ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr durch. Ich frage mich, wie man auf so eine Idee kommt, wie man auf so eine Aussage kommt und... Ja, das waren für heute alle 5 Punkte. Ich bin mir ziemlich sicher, bald ist genug Stoff für Folge 3 da. 2 sind ja schon mal gedreht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, bis dann.